Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Und, oh, komm mal hoch, ja. Wir sind auf dem Weg, einen neuen Spezialisten zu holen, was wir eigentlich in der letzten Folge machen wollten. Klappte aber nicht, denn da kam zu viel dazwischen. Diesmal sind wir auf dem direkten Weg dahin. Knapp noch einen Kilometer, dann sind wir da. Und dann wollen wir mal gucken, was der dann so für einen Auftrag für uns hat. Wir müssen eine bestimmte Mission machen. So ist das denn. Oh. Konnte ich meinen guten Schirm nicht benutzen. Das war ja schrecklich schräg. So. Na komm, wir wollen jetzt erstmal dahin, das ist wichtiger für uns. Hallo, siehst du mich? Oh, das hab ich wahrscheinlich nicht gesehen. Foxy irgendwo? Ja. Also. Du, der Wichser, einfach die Leute jetzt überfallen. Aber die haben immer gute Sachen dabei, deswegen gehen wir da nochmal hin. Hallöchen. Wir denn die guten Sachen haben. So. Müssen hier längs. Wieder Backup. Man kann wirklich nicht den Schirm hier öffnen. Das ist ja echt mal fotzig. Gut. Hier aber. Auch nicht. Mann, Mann, Mann. So, wir müssen rüberschwimmen. Über diesen schönen See. Über die Fische. Oh, gut zu wissen. Ich würde auch mal gerne in so einem klaren Teich oder Fluss oder See schwimmen. Also das ist ja wirklich, wenn man bis auf den Boden kommt, ziemlich cool. Oh, naja, ich wohne im Norden, also unsere Strände sind auch sauber. Von daher ist das Wasser im Meer natürlich cool. So. Warte. Okay. Château Pochon. So, dann sind wir gleich da, dann muss er hier irgendwo stehen denn. Und was der so auf dem Kehrpolz hat. Da. Gut. Karte gucken, die habe ich noch nicht direkt getroffen. Kann natürlich auch so ein bisschen sein. Da ist er, wir sind schon dran vorbeigerannt. Scheiße, ja, Schalke! Okay. Dann zurück. Ach, guck mal, da ist so ein kleiner Weg hoch. Okay. Hä? Was für ein Quatsch. Na gut. Das ist ja für was anderes gut, um hier an der Seite hochzukommen. Ah, okay. Er wird wahrscheinlich hier sein. Gegner sind, kann nicht gut sein. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus hier. Wir können auch mal ganz clevererweise einfach mal anhören, was er zu sagen hat. Scheiße, ja, Sharky hier. Ich muss mich jetzt um mein Kind kümmern. Also war ich mal verantwortungsvoll und habe eine Festung der Highwaymen voller Sprengstoff erobert. Nein. Leg das weg, Kleiner. Das ist gefährlich. Vorsicht. Ich weiß, du siehst süß damit aus, aber das ist gefährlich. Okay. Gibt uns jetzt nicht so viele Tipps, aber das heißt, irgendwo hier drin ist er wahrscheinlich und wir werden jetzt einfach alles erobern. Wo ist diese Stinkkugel hin? Ach, guck mal, oben ist er. Komm hoch zu ihm. Hey du, hier drüben. Hi.
Charlemagne Victor Beauchamp ist mein Name, aber das ist viel zu lang, also nenn mich einfach Sharky. Willkommen auf Schloss Beauchamp, der lauteste und stinkigste Ort in ganz Hope County. Und der einzige, an dem mein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Bro-Nest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin Herc. Aber wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn er Fürze und Schüsse hört, fühlt er sich pudelwohl. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Aber Herc und ich haben uns hier verkrochen, solange der Kleine zahnt. Es bricht mir das Herz, den armen kleinen Wein zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen-Flachwichser jeden Abend den Ort hier zurückzuerobern. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ja, wärst du so nett, einer überarbeiteten Mami in Not zu helfen? Ich habe ein paar Fallen an diese Hochdruckrohre angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal 5 Minuten für mich haben. Ich leite dich von hier oben an. Na gut. Du musst die Fallen scharf machen. Such nach den Dampfschlitzen im Boden. Dampfschlitz im Boden sitzen? Oder normal? Okay, dann machen wir hier erstmal hier nach. Was passiert? Ah, okay. Ah, okay, das müssen wir erst machen. Okay, das Drehen können wir wahrscheinlich danach machen. Gut. Oh, nicht so gut hier im Wasser rumzuschwimmen. Ja, geht. Und den noch. Cool. Jetzt erhöhe den Druck mit dem Zentralventil. Mann, das habe ich Juli gesagt. Jetzt können wir das Ding drehen, okay. Welchen Schuppen meint er, ist die Frage. Oh, warte. Gut, was haben wir noch zu ihm? Komm doch rein! Wo liegt denn der Kleine? Bin auch mal gern sehen. Danke, ich weiß jede Hilfe zu schätzen. Zwischen dem Baby und diesen maskierten Analdildos kriege ich kaum noch Schlaf hier. Hoffentlich können die neuen Fallen die Arschmorden heute fernhalten. Aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen, hier ist deine Belohnung. Probier mal. Perks und mein ganz privater Partyschnaps. Das ist die eiserne Reserve. Die ist nur für die besten Freunde. Und für besondere Amigas, wenn du verstehst. Danke mit Sharky, okay. Verdirb mir nicht den Spaß. So langsam glaube ich, du bist ein Bulle. Undercover. Wenn du einer bist, musst du es mir sagen. Ach da. Gut, trinken wir ein Schnäppchen. Ex, ich hätte dich vielleicht warnen sollen. Das war reines Ethanol für Fahrzeugmotoren. Na super. Jetzt wachen wir in der Nacht auf und müssen wahrscheinlich trotzdem helfen beim wenn der Angriff kommt, behaupte ich mal. Hey, alles klar? War meine Schuld, sorry. Ich vergesse manchmal, dass nicht jeder gerne so hart feiert wie Herc und ich. Da kommen scheiß viele Penisköpfe auf uns zu. Ich bin im Bro-Nest mit Blade am Fässer werfen, aber das sind einfach zu viele für uns allein. Schalte diese Pisser aus, egal wie, dass sie nicht die Fallen kaputt machen.
kaputt machen. Das ist ein ausgefeiltes System. Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde, und schick die Bratzen in den Disco-Himmel. Oh Gott. Na super. Hoffentlich sperren die mir nicht das Video durch die Musik. Jetzt hatte ich das mächtige Hubdruckrohr. Um in die Luft zu sprengen, Blade? Drück auf den Knopf! Genau so, Kumpel! Ich bin so verdammt stolz auf dich! Ich glaube, ich muss gleich weinen! Oh. Nein! Blade! Nicht den Knopf drücken! Hör auf, den Knopf zu drücken! Manu, ich bin dran! Weg von dem Knopf! Alter. Ich kann dir doch nicht mal böse sein. Du bist so verdammt niedlich. Ja, lass Dampf ab, seine. Oh, schnell. Was ist neben hier? Teilweise gar nicht, woher kommt. Ist ja blöd. Ich war noch ein Hochdruckgewehr angedrückt. Gesehen. Spacke. Alter, wie viele Leichen da schon liegen, ne? Mach's dir doch nicht gemütlich. Von hinten kommt gleich die nächste Welle. Okay. Alter Schwede, das sind echt viele. Verstanden.
Warte. Ich liebe dich. Oh nein. Shit. Den habe ich nicht gesehen. Shit. Hast du das gesehen, Blade? Der Loser ist frontal in meine Falle gelaufen. Mist. Nicht die Krümmer. Nein. Meine kleine Kack- und Killermaschine. Oh nein. Shit, jetzt kommen die von allen Seiten gleichzeitig. Das sind mehr als sonst. Die wollen uns erledigen. Okay. Gott. Hast du das gesehen, Blade? Der Loser ist frontal in meine Falle gelaufen. Hinten ist auch noch einer, ne? Muss natürlich gucken, dass wir den hinten auch noch kriegen. Da. Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, dann das ist kein guter Ort für ein Baby. Wirklich nicht gut. Super, dann kommt zu uns. Sehr gut. So, wir können auch direkt nach Prosperity reisen. Jetzt haben wir alle und jetzt können wir Prosperity auf Stufe 3 erhöhen, glaube ich. Machen wir das mal. Wir können erstmal unsere Vorteil. Wollen wir gehen erstmal. Warte. Und zu Prosperity da. Ja, Reise. Yes. So, gucken wir, was da los ist. Im Endeffekt ist mir egal, was da los ist. Wir müssen ja nur eine Sache machen und zwar Prosperity erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie viel Dings wir haben, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Waffen auch erhöhen können.
Ja, sonst wäre es ja komisch. So. Ich zittere nach dieser Belagerung. Nicht mehr so viel in Sonnenbrand als Kind immer. Geh mal kurz hier rein. Sharky Boshaw. Denkst du, bist schlau, was? Verbessern wir mal. So, ich denke mal, es ist die höchste Stufe. Höher geht's wahrscheinlich nicht. Hey, auf wo du hingehst. Wir können mit Kim sprechen. Heimkehr, Schwierigkeitsgrad 1. Wir machen kurz mal. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen. Aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Machen wir, aber jetzt wollen wir erstmal hier Prosperity erhöhen. Und zwar am besten unsere Waffenbank. So. Definitiv verbessern. Wir brauchen bessere Waffen. Sauber. Die goldenen Waffen, glaube ich, ne? Okay, wenn ich das alles erhöhe, dann wollen wir das anfangen muss. Elite-Waffen können wir herstellen. Bam, bam, bam. So, wir können wieder einen fetten Spaten bauen, den wollen wir aber nicht. Was ist denn hier? Faustwaffe leise. Fotostape ist gar nicht so schlecht. Können wir noch was bauen hier? Irgendwas Größeres? Guck mal an, wir können nichts anderes bauen. Haben wir wirklich richtig coole Sachen für. Aber wir können einen Bogen könnten wir bauen. Also den Sägeblattwerfer. Der ist natürlich sehr cool. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Warte. Zack. Jetzt können wir natürlich keine anderen Waffen bauen, glaube ich. Ach, wir können den auch noch verbessern hier? Ach, Quatsch. Okay. Das habe ich jetzt mir vorher noch gar nicht aufgefallen. So kann man also seine Waffen verbessern. Das ist natürlich cool. Die könnte ich auch die ganze Zeit verbessern. Okay, warte mal, dann kann ich doch auch meine Sniper verbessern, ne? Mit Herstellungsmaterial kann man den kaufen. Ne, verbessern. Ach, die geht ja nicht. Bei der geht das nicht, leider. Okay. Weil da habe ich nicht die Sachen für, die ich brauche. Hier auch nicht. Oh, die. Die können doch verbessern. Cool. Dann können wir vielleicht unseren Bogen auch noch verbessern. Das machen wir mal. Die Dingswaffe. Da. Ne, können wir nicht. Da brauchen wir mehr Tape für. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Habe ich gar nicht gecheckt. Das ist natürlich nicht verkehrt. 11 neue Browser bauen. Okay. Wir können mal gucken, wie viele Vorteilspunkte wir haben. 6. Wollen wir die irgendwo was einnutzen noch hier? Ah, da warten wir noch ein bisschen. Oder warte mal, da war doch was. Was ist denn mit dem hier? Lade nach, während du mit halbautomatischen Faustwaffen erschaffst und zielst. Schalte mit der zur letzten benutzten Waffe. Warte mal. Ah. So. Ja, das war's auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.